Oftmals war ich grundlos wütend. Oftmals war ich grundlos wütend und zu meinem Umfeld schlecht. Alles ging mir auf die Nerven, niemand machte es mir recht. Darum, meine Freunde waren sich einig, ich war nicht mehr annehmbar. Und sie meldete mich an zum Lebensmeister-Seminar. Lanka starten mit einem Mantra-Song. Er erzählt vom dritten Auge, von Feng Shui und Qigong. Alle hängen an seinen Lippen, alle gucken ganz beseelt, während er von der Entfaltung seines Lichtkörpers erzählt. Auf die Frage, wie er schafft, so ruhig und sorgenfrei zu sein, sagt er in samt weichem Ton und mit einem Knoten in den Beinen: Ich bin es einfach, und dadurch, dass ich's einfach bin, bin ich es wirklich, so als ob ich's wirklich wäre. Und bin ich's grad mal nicht, dann bin ich's einfach umso mehr. Probier's doch einfach aus, denn es ist gar nicht schwer. Das war echt ein guter Rat. Nach dem Kurs erhielt ich dann ein Energiezertifikat. Darin steht es schwarz auf weiß: Ich bin mit dem Leben eins. Kenne alle meine Chakren, bin im Zentrum meines Seins. Ich weiß um alle meine Schwächen, bin der Liebe zugetan. Kann mit allen Lastern brechen, esse nur noch streng vegan. Trotzdem kipp ich hinüber bei dem Rechnungsformular. Zu der Anzahlung vom Lebensmeister-Aufbauseminar. Ich spüre unterschwellig Aggression auf diesem Preis. Ich versuch ganz ruhig zu bleiben, atme aus und sag mir leis: Ich bin es einfach, und warum, dass ich's einfach bin, bin ich es wirklich, naja, zumindest ungefähr. Und bin ich's grad mal nicht, versuch ich's einfach umso mehr. Das sah so einfach aus, doch ich find's ganz schön schwer. Nur Angst und schürt den Neid. Deshalb danke ich meinem Meister, dass er mich davon befreit. Voller Ehrfurcht wird mir klar, vor mir liegt ein weiter Weg. Und so kommt's, dass ich in Kürze schon den 12. Kurs belege. Jetzt kommt weiter, Scheiße. Bin zum Meditieren. Ja, genau. Danke. Jetzt. Bin zum Meditieren am Hafen. Plötzlich seh ich eine Yacht und darauf, wie sich mein Meister einer Frau zu schaffen macht. Gerade haben sie bei einem Butler ein paar Cocktails sich bestellt und mir schwant, das alles hat der Kerl bezahlt von meinem Geld. In mir tobt es, doch ich nehm ihn erst beim Kurs unter Beschuss. Dort brüll ich vor allen anderen, jetzt ist Schluss mit diesem Stuss. Ich erzähl von seinem Lügen, seinem falschen Doppelsinn. Er wird dreist und fragt, weshalb ich halt so tierisch wütend bin. Ich bin es einfach, und darum weiß ich's einfach bin, bin ich es wirklich, und ich bin es sogar sehr. Die anderen ziehen mit, die Chakras schocken uns nicht mehr. Wir wollen das Geld zurück, auch gegen Gegenwehr. Auf geht's, wir schlagen auf ihn ein mit viel Gejohle und Gekreisch. Dann geh ich froh nach Haus und ess nen Riesenteller Fleisch.